Recht herzlichen Dank. Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich riesig, dass ich wieder für das deutsche Publikum auftreten kann. Und ich möchte euch alle glücklich machen. Wir fahren alle zusammen nochmal, ja, wir fahren alle mal nochmal zusammen auf Ferien. Gut? Diesmal nicht nach Spanien, diesmal nach La Bella. La Bella Italia. Blauer Himmel, weiße Wolken, schwarze Augen, roter Wein. Bella Italia. Immer wieder klingen Lieder durch die Nacht im Mondenschein. Bella Italia. Beim Chianti geht's avanti, da ist keiner lang allein. Bella Italia. Mandolinen singen leise von Amore wunderbar. Bella Italia. Sonne, wer sind im Meer? Nacht, Wind von weit, weit her singt uns ein. Weiße Wolken, schwarze Augen, roter Wein. Bella Italia. Immer wieder klingen Lieder durch die Nacht im Mondenschein. Bella Italia. Beim Chianti geht's avanti, da ist keiner lang allein. Bella Italia. Mandolinen singen leise von Amore wunderbar. Darum geht die nächste Reise nur nach Bella. Wolken, schwarze Augen, roter Wein. Bella Italia. Immer wieder klingen Lieder durch die Nacht im Mondenschein. Bella Italia. Beim Chianti geht's avanti, da ist keiner lang allein. Bella Italia. Mandolinen singen leise, wunderbar, wunderbar. Darum geht die nächste Reise nur nach Bella. Imka Marina, das ist die Sängerin mit dem Aha-Effekt, finde ich. Wenn man hört, Viva España, ach, das ist die, erleben Sie das oft? Ja, doch, in Deutschland schon. Ja, doch. Wenn ich, die Leute erkennen mich nicht oft, die sagen, ja, sie haben was Bekanntes. Und wenn ich dann sage, ja, wahrscheinlich sagt der Titel das Lied, mit dem ich bekannt geworden bin in Deutschland, was. Und ich sage dann Viva España oder Bella Italia, dann wissen sie, oh ja, dann wissen sie es wieder. Aber das sind genau die Lieder, die immer noch gern gehört werden, oder ist das nicht so? Doch, doch. Ja. Wie sage ich das auf Deutsch? Ich finde das nicht schlimm. Mir tut es immer Freude, wenn die Leute sich das noch erinnern und dass die jungen Leute das auch noch gerne hören. Das, ja. das ist doch witzig. Mir stört das nicht. Es gab aber auch andere Zeiten. Da sind Sie mit der Gitarre durch ganz Europa gezogen, ja. In Festsälen gewesen, in Casinos. Wie war das? Doch, ja, toll. Ich bin immer groß am Reisen. Ich war Dolmetscherin in Tibet und in Bhutan. Ich war neulich noch in der Ukraine, in Kiew,
Ich singe öfters für Präsident Klerides und seine Frau auf Zyprus. Ich war in Mexiko. Ich war zwei Monate.